34. Spieltag und somit auch der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison. Was sollen wir sagen? Was gibt es zu der Saison zu sagen? Einfach unglaublich. Letzte Saison noch um Abstieg gespielt, diese Saison international. Heute ist es noch möglich. Ganz geringe Chance, wenn wir gewinnen und Bayern gegen Hoffenheim verliert, Vizemeister zu werden und dann noch ja, im Duell dann gegen den DFB-Pokalsieger, wenn es Leverkusen wird, die Chance zu haben. Aber was soll man sagen? Wie gesagt, Saison einfach super genial. Ich hoffe, die Truppe bleibt nächstes Jahr auch so zusammen. Ein paar Abgänge kann ich mir schon vorstellen, aber ich hoffe einfach, dass es nächste Saison auch so klappt. Heute zum Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Wie gesagt, kleine Chance ist da, aber mit dem Sieg die Saison zu beenden, wäre natürlich phänomenal. Deswegen auch noch direkt mein Spieltagstipp. Heute sage ich 3:1 für den VfB. Mal gucken, wie es wird. Und deswegen genieße jetzt den letzten Stadionflag. Stadionflag? Kann schon gar nicht mehr reden, so nervös bin ich. Stadionflog für diese Saison. Ja, die Nummer 2, Capitano Waldemar! Thank you.
Torschütze, unser Spieler mit der Nummer 10, U-Jung! Leon! Die Nummer 10, U-Jung! Leon! Wir haben einen neuen Spielstand, Stuttgart! Nein! Gladbach! Gut! Und das ist auch! Gut so! Heim gegen Bayern 2-2, Hoffenheim muss jetzt noch ein Tor machen. Einmal Hoffenheim-Fan, bitte, tu es! Was soll ich euch sagen? Saison ist vorbei. Vizemeister, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir haben es einfach geschafft. Vizemeister spielen jetzt Supercup. Wahrscheinlich gegen Leverkusen, wenn sie den DFB-Pokal gewinnen. Also geisteskrank, Kramaric, du bist der Beste. Geisteskrank, dass wir es noch geschafft haben. Geiles Spiel wieder zum Saisonende. Wie ich es gesagt habe, mir fehlen echt die Worte. Vizemeister nach letzter Saison, Relegation. Es ist einfach unglaublich. Ich hoffe, der letzte Stadion-Vlog für diese Saison hat euch gefallen. Gebt wie immer gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar und vergesst nicht natürlich ein kostenloses Abo dazulassen, damit ihr die nächste Saison die Vlogs von der Bundesliga und der Champions League nicht verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon bei den nächsten Stadion-Vlogs. Ich freue mich drauf.